Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Pokémon Schwert. Mein Name ist Inkray6. Weiter geht's nach Runde 2 zu diesem violetten Haus im Hintergrund. Let's go! Wir haben zwei Pokémon, wir werden auch im nächsten Routen noch einmal ein Pokémon fangen. Route 2. Da müsstest du schon wieder kämpfen. Hey, Inkray6. Falls nicht, erkläre ich's dir. Wer einen Pokédex finden will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Dilian! Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Inkray6. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchen sie einen neuen Trainer. 20 Pokébälle? Hab ich nicht im letzten Part gesagt, dass die einem sowieso einem hinterhergeschmissen werden? Du verstaust sie in der Pokéballtasche. Wenn ihr einen Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Schaltet euch allen Trainer, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Ja, ich auch. Ich kann es mir nämlich nicht aussuchen. Wartet's nur ab. Ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Ja, wenn du meinst. Ja, fangen wir doch das Pokémon direkt. Ein Würmchen. Senesekt. Das hat, glaube ich, eine coole Entwicklung. Ich weiß gar nicht. Schon wieder. Wieso immer so hohes Level? Du bist Käfer, es bringt mir nichts. Ja, perfekt. Käfertrutz. Oh, meine Güte. Ich hätte doch ein anderes Pokémon zum Start nehmen sollen. Naja, jetzt ist es auch schon zu spät. Käfertrutz. Ja, mach mich kaputt. Komm. Wir fangen dich direkt mal. Let's go. Ich schreibe schon mal Route 2 auf, weil ich werde nicht weitere Pokémon hier fangen können. Danke, habe ich. Senesekt. Haben wir Tränke dabei? Ich möchte nicht wieder zurück in die Stadt gehen. Für Senesekt wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein Larven-Pokémon. Ja, das ist toll. Nee, ich möchte keinen. Ich habe es im Team aufgenommen. Wir müssen mal unser stärkeres Pokémon heilen. Wenn das überhaupt geht. Ja, 5 Tränke, das reicht. Sehr schön, wir heilen auch das hier. Vielleicht können wir es gebrauchen. Ach Gott, ich möchte nicht wirklich trainieren, ehrlich gesagt. Ah, gegen die müssen wir kämpfen, aber, der Trainer. Ja, dann machen wir uns eher einen Pokémon-Kampf hier. Ei, sieht der mich weit. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Die ersten paar Routen hier, also besser gesagt, Route 1 und 2 haben einen mega Tutorial-Faktor. Das ist unglaublich. Ah, schon wieder der Raffel. Level 6. Zweigstoß, let's go. Du machst zwar überhaupt keinen Schaden, aber egal. Wobei geht, hat sich wieder sicher wieder eine Beere. Naja, dann nicht. Dann hoffen wir, dass er direkt trifft. Nein, guten Schlag. Los, hau das Stöckchen in das Eichhörnchen rein. Let's go. Tack. Gut. Level up für alle. Nee, nicht wirklich. Ach, du hast nur so... Okay. Ich kann einfach nicht wegschauen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Oh, das ist nett, dass du mich als stark bezeichnest. Das ist ein Pokéball. Ich hätte gerne den Pokéball. Dankeschön. 2 Tränke. Perfekt. Da hinten ist noch ein Pokéball. Da müssen wir durch die Wiese. Ist aber kein Problem. Let's go. 3 Pokébälle. Ja, gegen dich kämpfe ich jetzt noch. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Schönes Motto. Du hast eine Krawatte an. Göre, naja, du gehörst auf irgendeine College oder Universität, würde ich sagen, ne?
Komm, Herbs. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das schlagen wir wenigstens. Ist es Wasser? Ich glaube schon. Let's go. Dürfte sehr effektiv sein, wenn ich mich meine Erinnerung nicht trügt. Yes. Aber nicht mal das kann es one-hitten. Also ich bin überrascht, wie schlecht Chimpep ist. Ich weiß nicht, ich hatte mit, also mit Mirmion hatte ich nicht so viel, nicht so lange ein Pokémon. Also auf der Startroute. Vielleicht habe ich auch schon mehr trainiert. Level 10. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Nee, das war es nicht. Sorry. Hat es Pokéball hinten? Nee. Noch ein Trainer hier unten. Gegen DJK hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Du warst doch gar nicht im Pokémon Center. Dennis. Der Knirps Dennis. Ein Senesekt. Sollen wir wechseln? Der kann nur Käfertrutz. Ja, komm, ich setze einen Wulli ein. Oder Wolli. Wulli. Wulli hört sich irgendwie cooler an. Das hat bestimmt dickes Fell. Ja, willst du. Was singst du? Ein Spezialangriff von mir aus. Heuler würde nur den Angriff senken. Ich glaube, er greift speziell an. Ja, ist doch gut. Etwas mehr als ein Drittel Energie. Kann man machen. Jetzt komm schon, bitte kein Volltreffer. Und lass meinen Spezialangriff in Ruhe. Wir sind noch nicht so weit vorgeschritten, dass du meinen Spezialangriff senken müsstest. Du greifst, also der Skinsekt wird sicher speziell angreifen. Aber ich glaube nicht, dass es eine Chance hat. Hey, Wulli, hättest du kein Level mitnehmen können? Kleptifuchs, das ist der Unlichtfuchs. Ja, da kann der Chimpep wieder ran. Da. Kleptifuchs. Los, Zweigstoß! Oh, Ruckzuckhieb. Ja, jetzt macht er aber nicht schlecht Schaden. So kommen wir wenigstens voran. Weil ich möchte eigentlich immer noch die eigentliche Challenge starten. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert. Sehr schön. Level 7 für Wulli. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Bedauerlich. Du musst in eine Pokémon-Schule, würde ich dich schicken. Hat sie ein Bällchen für mich? Aber hier kann ich auf den... Hier könnte ich angeln, aber ich habe hier schon ein Pokémon gefangen. Ich habe schon eine Angel? Okay. Beißt auch was an? Das ist schon fast wieder ein Trostpreis, ne? Das lohnt sich nicht mal zum Besiegen. Also man könnte hier zu Beginn dieses Spiels einen Carpador fangen. Nicht schlecht. Wenn man etwas Geduld mitbringt, könnte man dieses wunderschöne Pokémon hier im Hintergrund bekommen. Ja, immerhin bekommt Senesekt ein Level. Oh, entwickelt sich schon? Ist ein Käfer-Pokémon. Nee. Leider nicht. Hallo zusammen. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Ja, kann sich nicht alles wünschen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich hab gar nicht gemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. Jetzt müssen wir noch rein. Draußen ist so schönes Wetter und wir müssen rein. Ah, komm schon, bitte. Was sehe ich da, Hopp? TJK. Dein Wulli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Eagle 26 sein. Meine Enkelin Sanya hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr?
Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Okay. Ignoris 6, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist ja mal wieder typisch Delian. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dich gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir uns, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delian? DJ Kerr und Eagle 26 sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass Ausgala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr solltet eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir meinen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich euch natürlich eure Pokémon fit. Kämpfen wir schon wieder gegen unseren Rivalen. Ach, oh, coole Sache. Ig26, ich warte draußen auf dich. Okay, gibt's hier drin Bällchen für mich? Ich hätte gern Bällchen. Oh, hallo, wer bist du denn? Bist du der Mann? Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht einen Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Okay, da hast du vielleicht recht. Gehen wir mal hoch. Vielleicht ist hier was für uns. Hier wohnt wahrscheinlich die Professorin. Gut. Aber wir müssen jetzt kämpfen, mal wieder, gegen den guten DJ Kerr. Ich glaube, wir starten mit Zensekt. Und dann schauen wir mal. Du bist eine Empfehlung von Delian genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich! Ja, ich muss ja. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena Challenge. Wir müssen Delian in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena Challenge haben. Okay, let's go. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als Delian der Unschlagbare gerecht werden. Liefer mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Ist gut, machen wir. Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Ja, und ein weiterer Kampf gegen DJ Kerr. Ich weiß doch, dass mich das beim ersten Durchlauf extrem gestört hat. Dieser Kampf gegen den Rivalen. Immer und überall. Uli, wir setzen diesen Zensekt ein. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Musst du nicht. Ich bin stärker geworden. Ein bisschen. Tackle. Schön. Hält gar nicht mal so gut stand, ne? Ja, wir greifen weiter an. Wir haben keine andere Wahl. Du kannst meinen Angriff auch definitiv verringern. Weil ich greife speziell an, würde ich sagen. Yep. Zensekt ist fast ein langweiliges Pokémon irgendwie. Noch zwei Attacken und dann ist Zensekt weg. Aber ich glaube Wulli auch. Außer er heilt es jetzt. Er hat auch schon drei Pokémon. Was hat er denn noch gefangen? Ja, schöne Koi. Alles gut. Ciao, Wulli. Micro. Was ist Micro schon wieder? Ah, komm, wir lassen es drin. Kann ja nur schief gehen. Ah, das ist der Vogel, genau.
Oh, das ist aber schlechter Wahl. Naja, ist ja egal. Kevertrutz. Ja, war zu langsam. Naja. Ich frage mich, gut, wenn ich nur ein Pokémon hätte, dann hätte ich wahrscheinlich verlieren können. Nicht verloren können, verlieren können. Angriff senken? Ah, komm, wir greifen an. Ja, ja. Mal gucken, wie viel Schaden das es macht. Ich würde sagen, mal süß. Zwei Schaden von einem Vogelchen. Er hat aber gemerkt, jetzt muss er meine Verteidigung senken. Jetzt macht er wahrscheinlich drei Schaden. Natürlich bleibt ein oder zwei KP übrig. Wow, er macht jetzt drei Schaden. Wahnsinn! Der hat's ja richtig drauf. Und jetzt kommt noch sein Mimion. Da kommt natürlich unser kleines Äffchen zum Zug. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Was weg. Also für mich wird es aber auf jeden Fall nicht knapp, weil ich habe noch fast ein volles Volley. Und ich kann dich jetzt sehr effektiv angreifen, mein kleiner Freund. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Ja, ich glaube, das täuscht tatsächlich. Das werden meine Zuschauer relativ schnell merken, dass ich das noch nicht ganz im Griff habe. Oder etwas mehr mittlerweile seit Pokémon Go, aber immer noch nicht wirklich ganz. Ich mache noch viele, viele Verwechslungen. Sehr schön, Level Up für Wolli und das Äffchen. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Ja, das hast du. Hat sich auch schon seit 2006, 2007, 2008 bewahrheitet. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Was für Würfe, wie du die Pokémon aufs Feld gebracht hast? Was hat es mit dem Kampf zu tun? Hast du das überhaupt verstanden? Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Ja. Vielleicht. Was für ein Kampf. E26, DJ Care, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Dankeschön. Sehr gut. Danke, Dilian. Ich schwöre, ich werde bei der Arena Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glorik und ich sind doch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die Richtung... Nein, hat er nicht. Hast du da... Was? Du warst doch dabei. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, E26. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, E26? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Dilian zu übertrumpfen, damit der eine von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei. Klasse, mit meinem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Huch. Ich hole es. Ich möchte es holen. Hallo. Ach, jetzt hast du es. Ich wollte das doch. Hey, schau dir das an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Danke. Ich wünsche mir, dass ich den Zaubertausch verwenden kann. Aha, eine geheimnisvolle Kraft. Mit so einem Wunschstein kann man Pokémon Dynamaximieren, maximieren, dennoch wären sie riesengroß. Okay. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Der keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihren Geheimkräften sicher nicht entlocken.
Würdet ihr mir beide die Wunschstellen für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Ego 26 und mich wäre es eine einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon dynamaximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren ganz bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus, da kommt man gerne nach Hause. Hallo, ihr ist doch bestimmt mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr das mal kosten wollt. Curry, ja bitte, gib mir Curry. Meines ist übrigens auch sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Wobei ich es sehr, sehr einfach mache. Aber es ist ein Curry. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Das hört sich, also nur schon gelesen, hört sich das ironisch an. Sag mal, DJ K.A., du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas darüber erzählen? Ego26 hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Ego26 und DJ K.A. Ah, jetzt können wir Pokémon Dynamax maximieren. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolika erhalten und es sofort angezogen. Wenn man sich in der Nähe eines Energiequelle auffällt, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Wir können das Feature dieses Spiels bereits einsetzen. Also jetzt schon. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke Professorin! Ich wäre verrückt, das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meinen Pokémon jederzeit Dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann eine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuerst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von DJ Bart. Komm, machen wir unseren Wettrennen bis zum Bahnhof Ego26. Fertig? Los. Kann ich mich dorthin teleportieren? Wir können den Zaubertausch anwenden, oder? Aha, müssen die Pokémon in die Box legen. Oh shit. Okay, das ist aber gut. Du möchtest nicht schon wieder kämpfen. Hey, Ego26, ich habe hier einen heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, wenn du ganz leise durch das hohe Gras schleißt. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon ankämpfen willst, dann pfeife einfach ganz laut. Das zieht die Raffax auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich einen Trick. Probier einfach mal auf der linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt Ego26. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Nein, das hast du falsch verstanden. Wenn wir beide den Brassberry-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Dem, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Ich würde sagen, zum Bahnhof gehen wir jetzt noch und wir tauschen im nächsten Part. Ja, ich mache es etwas spannend. Wir haben hier drei Pokémon gefangen und können diese dann tauschen. Ich muss sie nur in die Box legen, aber das ist kein Problem. So, raus da. Dann bin ich gespannt, was für Pokémon ich erhalten werde. Dann kann die Challenge ja so richtig losgehen. Aber man merkt schon, diese ersten zwei Routen, die ersten drei Städte, ist eine extreme Tutorial-Städte. Aber ist okay. Was hier? Da blinkt's doch. Ein Beleber? What the? Wir sind am Anfang des Spiels und wir finden jetzt einen Beleber. Heieiei, ist ja nicht normal. Der Bahnhof ist da drüben. Ja, ich... Alter, man wird so an der Hand genommen. Ich weiß. Ja, ich sehe dich. Ich bin nicht dein Bruder. Muss ich die Pokémon... Kann ich die Pokémon... Warte mal, ich glaube, ich kann sie hier auf die Box tun, oder? Nein, kann ich nicht.
Dann müssen wir das vielleicht doch noch hier machen. Warte mal, kann ich das machen? Ich probiere das direkt mal aus. Aber ich glaube, es müsste funktionieren. Weil es wird irgendwann ein Update geben, wo wir die Pokémon... wo wir die Pokémon dann von überall her greifen können. Ja, es geht. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen... Also sind wir haben doch gar nicht überzogen, ne? Ich bin eine Frau? Warte mal, das muss mal... Hey, das geht gar nicht, ne? Was nehmen wir? Einer, der mich gut symbolisiert. Oder sollen wir ein Symbol nehmen hier? Mir gefällt das Feuersymbol ganz gut. Das ist so ein Samurai-Helm. Ich nehme das hier. Perfekt. Gut. Ja, sehr gut. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe auch, im nächsten Part wird Zaubertausch durchgeführt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.